Servus, liebes Fernsehpublikum draußen an den Bildschirmen. Ich begrüße euch auf meiner Facebook-Seite. Ich komme jetzt zu dem Thema Ludwigshafen am Rhein. Ludwigshafen am Rhein hat viele schöne Stadtteile. Der schönste Stadtteil meiner Meinung nach ist Maulbach. Maulbach ist zwar ein Stadtteil von Ludwigshafen, aber es ist ein idyllisches Dorf. Maulbach hat viele mittelständische Betriebe. Unter anderem die Metzgerei Hans und Bärbel Schwarz, die leider dieses Jahr ihren Betrieb schließen. Das bedauern wir alle sehr. Dann gibt es im Herz von Maulbach unsere Kamine. Die Kamine ist die Bahnhofswirtschaft und wir nennen ihn auch unseren Bahnhofsvorsteher. Viele Maulbacher gehen immer wieder gerne zu unseren Kamine, treffen sich zum Stammtisch, zum Essen, zum Trinken. Dann haben wir den Schalle Richard. Er ist nicht nur unser Dorfbäcker, sondern auch ein super Fußballer. Und jetzt komme ich zu den Fußballvereinen hier in Maulbach. Es gibt zwei Fußballvereine. Einmal ist es der SC Alemannia und dann ist es unser Traditionsverein überhaupt, der SV Maulbach. Er wurde 1919 als Arbeiter- und Bauernverein gegründet. Dieser Verein hat eine Tradition und diese Tradition darf nie sterben und untergehen. Und ich grüße alle meine Sportkameraden, ob das der Sebastian Kaiser, der Bastel ist, ob das der Alexander ist, ob das der Schallerecher ist, ob das der Gabriel, der Batzel ist. Alle grüße ich hiermit. Hier bei euch fühlt man sich wohl. Und Leute, ich sag's euch, geht am Sonntag auf den Fußballplatz. Dort erlebt ihr noch ehrlichen Fußballsport in einem guten Ambiente und bei einer geselligen Weinschale oder einem Schuppe Bier könnt ihr das dann ausklingen lassen und unseren Sieg feiern. Wir hoffen, dass wir in der nächsten Saison nicht gegen den Abstieg, sondern um den Aufstieg spielen. Und dafür werbe ich, dass ihr alle zu uns kommt. Kommt zum SV Maulbach und schaut ehrlichen, guten Fußball an. Hier ist das Herz noch am rechten Fleck.